Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, endlich nicht mehr so erkältet, aber irgendwie habe ich mir jetzt den Schal gerade angewöhnt. Der ist so schön mäkelig warm um den Hals. Also, ich wollte euch ein kleines Update-Video machen und aber bevor ich das mache, damit ich ständig so. Okay, wartet ungefähr 20 Minuten, dann habe ich zwei Videos von insgesamt vier fertig. Weil ihr seht gerade das Gespräch, das. Also warte, wiederholt bitte, was du gesagt hast, nochmal, damit wenigstens die Leute im Video nicht glauben, dass ich hier ein Selbstgespräch führe. Eine Sekunde. Jetzt. Ja, wir sollten keine Hilfe haben, weil der Fernseher, der kriselt bloß. Irgendwas stimmt da nicht. Aber wartet, bis du mit Videodreh fertig bist, gell? Okay, Okay. dann bis nachher. Das passt, das ist höchstens ein Update-Video. Okay, also, Update. Also folgendes. Es ist wie folgt. Weihnachten war die. Also ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie es bei mir die letzte Woche Monate war. Also wir haben jetzt Dezember. Heute haben wir den 28. Und ja, also. Anfang Dezember war eigentlich alles soweit so ganz normal. Aber dann war es so, dass meine Mom, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall meine Mom musste dann ins Krankenhaus. Und ich wollte euch das noch nicht, also ich wusste schon beim letzten Mal Video drehen, dass es so kommt, aber ich wollte es halt einfach nicht erzählen, weil ich in dem Moment so gedacht habe, ich will nichts erzählen, wo ich noch nicht weiß, wie das ausgeht. Und ja. Deswegen habe ich jetzt erstmal einfach nur gewartet, bis ich was weiß und bis ich euch mehr erzählen kann. Ja, also, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mom im Krankenhaus war und das war sie für 3 Tage. Und es hieß, ich war komplett allein in der Wohnung und ich habe schon lange nichts mehr so Furchtbares erlebt. Und meine Mom ist dann für eine Untersuchung hingegangen. Also, das war eine laparoskopische Untersuchung, glaube so heißt das. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich. Also auf jeden Fall hat man sie untersucht, man hat geguckt, was es ist und hat bei der Untersuchung dann festgestellt, dass leider Gottes die Sache, also sie hatte so eine Zyste oder irgendwas an der Lunge und jetzt hat man leider Gottes bei der Untersuchung dann festgestellt, dass es ihr komplett die Luftröhre zumacht. Und deswegen musste sie dann noch, also dann musste sie sich überlegen, ob sie sich das jetzt so wegoperieren lassen will oder nicht. Dann ist sie nochmal nach Hause gekommen für eine Woche. Da haben wir dann unseren Jahrestag gefeiert dieses Jahr, den Tag unserer ersten Begegnung. Das war ganz schön. Wir haben was zum Essen bestellt und haben gemeinsam gegessen und haben einfach einen schönen Tag zusammen gehabt. Und dann am 12. ist mein großer Bruder zu uns gekommen. Das war auch voll cool. Also der ist dann gekommen, weil es dann schon feststand, dass meine Mom zu dieser OP muss. Und dann war mein Bruder da und der ist dann tatsächlich auch bis, ich glaube, 2, 3 Tage war er dann auch da. Und das war wirklich gut, weil, also das hat dann sehr geholfen und ich habe das war dann, also wirklich, also die Tage waren super. Da hatte ich keine Probleme mit, da war alles wirklich, ne, wirklich super gut. Aber die Nächte, die waren furchtbar. Also dieses alleine in dieser dunklen Wohnung, also da, ich habe voll die Psychoklatsche weggekriegt davon, das gebe ich auch ehrlich zu. Und ich habe auch dann so 2, 3 Wochen jetzt gebraucht, bis ich das so halbwegs überwunden hatte. Ja, und dann war es so, dass als ich danach, ich überlege, entschuldigt, was ich wirklich, ich überlege nur schon, was das bei meinem Vater sein könnte. Ja, und als ich dann danach auf jeden Fall, als meine Mama dann wieder heimgekommen ist, ich sag euch, ich bin ihr in die Arme gesprungen. Und ich habe sie seit diesem Tag, auch ehrlich gesagt, weiß ich sie jetzt wieder viel mehr zu schätzen, weil es mir einfach wieder für mich aufgefallen ist, dass da doch noch eine sehr hohe Abhängigkeit, aber auch eine sehr hoher Anteil an Ruhe, die sie mir gibt, da ist. Also ich muss schon sagen, für mich war das dann schon so ein Wow-Erlebnis, das so für mich zu erkennen. Ja, und dann
Das nächste Ereignis war Weihnachten. Das haben wir dieses Jahr nicht richtig gefeiert, aber auch nicht nicht gefeiert. Also wir haben es halt so gemacht. Wir waren dann daheim, haben Raclette gegessen. Meine Mom hat meine Oma dazwischen besucht und ja, da haben wir uns noch Geschenke überreicht und das war alles so für mich ein Weihnachtsding. Am 26. Ich glaube, ich habe da was zwischen. In, diese Haare, diese neue Haarlänge macht mich kirre. Am 26. war es dann so, dass meine Eltern, nee, am 24, 25. waren sie dann mit meinen Großeltern väterlicherseits noch was essen in einem Restaurant. Und am 26. waren meine Eltern dann noch bei meiner Oma, wo ich dann aber gesagt habe, ich weiß, nee, ich möchte da einfach nicht mitkommen. Und dann am 27. war meine große Schwester Kitty Cat da. Da war ich aber dann nicht dabei, weil ich muss zugeben, ich habe da einfach dann die Zeit mit Leo verbracht und habe angefangen, Dinge vorzubereiten. Und ja, aber das thematisiere ich gleich in einem anderen Video noch, was da genau und so überhaupt. Ja, und dann heute am 28. war ich mit meiner Mutter in der Innenstadt und war ein bisschen einkaufen von meinem Weihnachtsgeld. Mir war es Glück, habe ich mir was gegönnt. Und das zeige ich euch jetzt in dem Video, das jetzt folgt. Gut, also das war alles soweit. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit von meinem Update her. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so mögt und was bei euch so los war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.